Guten Morgen, meine Lieben. Hier kommt das Tagesorakel für den 20. Juni 2021. Wie jeden Morgen beginnen wir mit einer Überschriftskarte, diesmal aus dem Krafttier-Orakel. Rechts und links jeweils ein Stapel zur Auswahl. Ihr könnt sie auch beide für euch nehmen. Ihr könnt sie mit Themen belegen, mit Personen belegen. Das ist ganz allein eure Entscheidung und bleibt euch vorbehalten, wie ihr das handhaben möchtet. Ja, die verwendeten Kartendecks für all meine Orakel, die findet ihr hier unter meinem Link. Und dann ist natürlich auch hier der Hinweis noch wichtig. Sämtliche Orakel von mir sind allgemeine Orakel. Das heißt, die Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es aber zwingend nicht. Aber das merkt jeder ziemlich schnell, wenn er die ersten Worte der Deutung wahrnimmt, dann weiß er, ob das heute für ihn interessant und relevant ist oder nicht. Ja, ansonsten auch heute wieder mein ganz großes Dankeschön an all diejenigen, die mir hier einen Daumen hoch dalassen, die mir einen Kommentar dalassen und natürlich auch an all diejenigen, die das Glöckchen für ein kostenloses Abo auf meinem Kanal anklicken und ja, somit praktisch für mich sichtbar zum Ausdruck bringen, dadurch, dass ich dann sehe, wie die Abonnentenzahlen steigen. Das heißt, ich habe ja dann Zahlen vor Augen und kann genau erkennen, wie viele Menschen ich eigentlich mit meinen Orakeln erreiche, wie vielen ich vielleicht damit Freude bereite. Und das ist natürlich ja meine Belohnung und das, was mich motiviert, hier weiterzumachen und gerne weiterzumachen. Ja, und von daher ist es aber so, dass ich wirklich mich über jede Art der Anerkennung freue, aber die eben von den Abonnenten, das ist natürlich für mich am sichtbarsten. Ja, das heißt aber nicht, dass ich mich darüber nicht freue, wenn ihr einen Daumen hoch drückt oder wenn ihr mir einen netten Kommentar hinterlasst. Ja, das soll es nicht zum Ausdruck bringen. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr alle wohlauf seid, dass ihr das doch schon mehr und mehr schöne Wetter genießt und vor allem die mehr und mehr möglichen Freiheiten, die wir, glaube ich, alle im Moment wieder voll auskosten und ja, wirklich dankbar genießen. So, ihr Lieben, dann beginnen wir mit der Überschriftskarte. Da haben wir den Otter. Originalität. Sei originell und erfinderisch. Du kannst dein Leben umgestalten. Probiere neue Wege aus. Du hast alle Möglichkeiten. Die Karte hatten wir vor geraumer Zeit schon mal. Also es geht darum, du kannst in deinem Leben etwas gestalten, aber du kannst auch etwas umgestalten. Also das ist die Frage, wie originell oder wie erfinderisch du bist. Und wir schauen und beginnen wie immer mit der linken Seite und haben von dem Engel-Orakel Vergebung. Die Situation bietet dir die Gelegenheit zu heilen, zu wachsen und negative Muster abzulegen. Halte die Intention aufrecht, das immer göttliche Licht und das Gute im Herzen der anderen Person zu sehen. Wir werden dir helfen, Gedanken, Gefühle und Energien loszulassen, die es dir bisher unmöglich gemacht haben, dem anderen zu vergeben, und werden dich auf eine höhere Ebene von Frieden und Mitgefühl erheben. Ja, das ist natürlich so eine Geschichte. Ich denke, jeder von uns war schon mal in der Lage,
von anderen sehr böse verletzt worden zu sein. Und ich denke, es ist eine Stärke, die derjenige, der dich verletzt hat, beweist, indem er auf dich zugeht und dich um Vergebung bittet. Das ist etwas, was hoch anzurechnen ist. Vielleicht bist du, der die linke Seite hier gewählt hat, auch derjenige, der jemand um Vergebung bitten möchte. Geh diesen Weg, weil er wird dich einfach auch wieder, er wird dir einfach das Gefühl, ja, des Glücks wiedergeben, weil wenn du diesen Schritt jetzt gehst, hat er dich ja belastet. Das heißt, es ist ja etwas, hat ja etwas in dir ausgelöst, um zu sagen, ich möchte mit demjenigen sprechen, ich möchte denjenigen für das, was ich ihm angetan habe, um Vergebung bitten. Da ist ja was vorausgegangen. Und demzufolge denke ich, wenn du diesen Schritt dann wählst und gehst, dann ist es etwas, was dich wieder frei macht und dich, ja, glücklich macht. Vielleicht ist auch das im Grunde genommen gemeint, originell und erfinderisch zu sein. Vielleicht zu überlegen, wie originell du vielleicht um Vergebung bitten kannst. Auch das ist ja eine Frage. Ich kann ja nicht einfach drauf losgehen und sagen, vergib mir. Vielleicht lasse ich mir was Tolles einfallen, wo ich weiß, ich habe denjenigen verletzt. Sei es mit einer Einladung, mit einem Blumenstrauß, mit einem Brief, egal wie. Aber ich denke, auch das ist hier diese Überschrift gemeint, auch damit ist diese Überschrift gemeint, Originalität einfach mit einspielen zu lassen. Und diese Vergebung dann wirklich auf so ein Level zu setzen, wo der andere ja gerne in die Vergebung geht und eigentlich auch sieht, dass du es ernst meinst. Ja? Das ist nichts einfach so dahingesagt. Ich meine, viele kennen das auch, wo der andere dann sagt am nächsten Tag, naja, tut mir ja leid. Ja. Ist das wirklich so von Herzen? Das stellt sich dann die Frage, ne? Ja, und bei den Weisheiten der Seele, bei The Map, haben wir auf der Welle des Erfolgs. Ja, Vergebung ist genau im Grunde genommen, kann uns dann ja auch wieder in diesen Erfolg bringen. Es kann uns in den Erfolg des Umgestaltens bringen. Ja, wir haben dann wieder irgendwo diesen Weg auch für uns gefunden, wo man sagt, ja, jetzt bin ich befreit, jetzt kann ich da wieder voll Gas geben und habe alles, was mich vielleicht beeinflusst hat in meinen Gedanken, hat mich gehindert. Und das ist jetzt wieder aus dem Weg geräumt, indem ich auf den anderen zugegangen bin, um Vergebung gebeten habe oder auch selber in der Lage war, einem anderen zu vergeben. Und das Büchlein sagt, Erfolg stellt sich jetzt leicht und mühelos ein. Ja, das ist eigentlich damit unterstrichen. Ich denke, wenn man dieses, ja, dieses Loslassen ist ja auch so eine Art, ne, Vergebung. Also man vergibt jemandem, man lässt etwas Negatives los. Und ich denke, dann ist man wieder in der Lage, in den Erfolg zu gehen, so wie es hier eben auch ist, auf der Welle des Erfolgs. Und dann ist man auch wieder in der Lage, sein Leben zu gestalten oder auch umzugestalten, egal in welche Richtung man da geht. Aber ich glaube, dass diese Aussage, dieses Vergeben, ein ganz wichtiger Punkt ist, um dazu wieder in der Lage zu sein, die Welle des Erfolges dann wirklich genießen zu können. Und die Elben sagen uns, die Macht und die Liebe der Götter rufen nach dir. Sie schenken dir ihren Segen. Na, das ist doch auch traumhaft. Also wir haben einfach im Grunde genommen mit der Ausgangskarte, mit der Vergebung, egal ob wir um Vergebung bitten oder jemandem vergeben, egal in welche Richtung das für uns gemeint ist, für jeden von uns, dann ist einfach nur die Aussage, wir kommen dann in den Erfolg. Wir können
unser Leben neu gestalten. Wir können es unser Leben umgestalten. Und das Gute ist doch zu wissen, dass wir den Segen dabei haben. Das heißt, wir werden unterstützt aus dem Universum. Und das ist etwas, was im Grunde genommen uns zeigt und beweisen soll, egal wie schwer das manchmal ist, auch vergeben ist nicht einfach. Man kann viele Dinge vergeben, die man aber vielleicht ein Leben lang nicht vergisst. Aber das ist dann die Frage, inwieweit bin ich dazu bereit, ne? Aber wenn wir sehen, dass diese Vergebung uns wieder Erfolg bringt, dass sie uns unterstützt, dass wir den Segen haben, um dann wieder sorgenfreier und unbelasteter ins Leben zu schauen, ich glaube, dann ist es die Sache wert. Und wir schauen mal bei den Lennemann. Ja, auch da wird das Ganze eigentlich nochmal unterstrichen. Wir haben also hier, es gab hier scheinbar ziemlich böse Dinge, böse Auseinandersetzungen, Schwierigkeiten, die dich oder denjenigen, den du um Vergebung bitten möchtest, belasten. Aber eine Nachricht, die du demjenigen zukommen lässt, sei es durch einen Brief, sei es durch ein Telefonat, sei es, dass du selbst denjenigen aufsuchst, der bringt dich in einen Neuanfang. Das heißt, wenn du diesen Schritt gehst, dann bist du eben in der Lage, dein Leben wieder umzugestalten, neu zu gestalten. Du hast den Segen. Räume diese Probleme aus dem Weg. Mach es durch eine Nachricht oder durch einen Besuch, aber komm dann wirklich ganz gezielt in diesen Neuanfang. Und der ist dir damit eigentlich gewiss, so wie es hier auch steht. Wenn du das geschafft hast, originell und erfinderisch vielleicht auch diese Nachricht auf den Weg zu bringen, dann bist du in der Lage, in diesen Neuanfang zu gehen. Das muss nicht mit dieser Person denn sein, aber dieses Gefühl, dass derjenige dir vergeben hat oder auch du jemandem vergeben hast, dieses Gefühl wird dich insoweit bereichern, dass du sagst, jetzt kann ich wieder ganz gezielt alles neu in Angriff nehmen, sprich diesen Neuanfang, kann mein Leben wieder umgestalten, neu gestalten. Und das ist etwas, was die Sache eigentlich unterstreicht und das Ganze lohnenswert macht, über die Vergebung dann auch wirklich nachzudenken. So, wir schauen jetzt hier in die rechte Seite. Da haben wir aus dem Engel-Orakel die Unschuld. Geliebtes Wesen, in Wahrheit ist jeder ohne Schuld, da niemand Gottes Meisterweg der Perfektion verändern kann. Gib uns deine Gefühle der Schwere, damit wir deine Last erleichtern können. Überlasse uns jegliche Schuld, Ärger, Wut oder Schamgefühle, die deine liebevolle Sichtweise beeinträchtigen können, und genieße erneut den Frieden in deinem Herzen. Ja, das ist, ich denke, wir Menschen laden oft genug Schuld auf uns. Es ist sehr tröstlich zu wissen, dass in Wahrheit jeder aus der Sicht der Engel ohne Schuld ist. Aber ich glaube, unser Gefühl, dass wir etwas getan haben, was nicht in Ordnung war, also das heißt, dieses Gefühl, da habe ich mich schuldig gemacht, das begleitet, glaube ich, das ist normal für uns Menschen. Also ich denke, wir sind eben nicht vollkommen und wir verhalten uns auch nicht immer so, wie es angebracht ist. Und ich denke, da sind wir eigentlich ähnlich wie auf der linken Seite. Das ist eben diese Art der Vergebung. Diese Schuld, die man auf sich lädt und wo man zwar von den Engeln gesagt bekommt, ihr habt keine Schuld auf euch geladen,
Aber tief in unserem Inneren haben wir dieses Gefühl, Schuld auf uns geladen zu haben. Und ich denke, da ist es dann gefragt, ob wir das in den Griff bekommen. Das heißt, originell und erfinderisch sind, um unser Leben wieder neu zu gestalten, umzugestalten, von diesem Gefühl der Schuld wegzukommen. Ja? Und die Weisheitskarten der Seele, The Map sagt, der Berg. Ja, der Berg stellt sich eigentlich dar. Es ist etwas, was uns belastet. Es ist ein Hindernis, das irgendwo bei uns im Kopf uns für die weiteren Dinge, für unsere weiteren Pläne so ein bisschen im Weg steht. Aber das ist eben hier mit der Überschriftskarte gemeint, wenn man erfinderisch ist und wirklich ja Ideen hat und diese umsetzt, dann ist man auch in der Lage, diesen Berg, dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen und auch diese Schuldgefühle loszuwerden. Und das Büchlein sagt, du besitzt die Fähigkeit, jedes Hindernis mit Leichtigkeit zu umgehen. Dies ist die Zeit, um flexibel zu sein. Ja, genau das ist es. Also es wird unterstrichen, dass man eigentlich in der Lage ist, das wieder gerade zu biegen. Ja, und nicht sich darauf zu verlassen, dass man in den Augen des Universums, der Engel, wie auch immer, unschuldig ist, sondern es ist eigentlich, wir sind damit gefragt, erfinderisch und originell zu handeln, um diese Schuldgefühle loszuwerden. Und das schaffen wir, weil es wird ja gesagt, du bist doch in der Lage, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Also das, was du für dich als Schuld empfindest, und das ist genau wieder passend zu der linken Seite. Hier geht es auch um, ich habe jemand wehgetan oder mir wurde wehgetan. Es geht um Vergebung. Hier ist es das Gefühl, dass ich etwas getan habe, was nicht in Ordnung ist. Ich habe Schuld auf mich geladen. Aber hier wird gesagt, du schaffst es, auch dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen. Du schaffst es, sei originell, sei erfinderisch und du wirst es schaffen. Und die Elben sagen, der Weg in die Dimension ist die Liebe. Ja. Auch das kurz und bündig eigentlich zum Ausdruck gebracht. Selbst wenn du das Gefühl, ein Schuldgefühl hast, all das lässt sich aus dem Weg räumen, wenn du mit Liebe rangehst. Wenn du sagst, doch, ich mache es aus tiefstem Herzen und ich will das wieder in Ordnung bringen. Ich bin originell, ich bin erfinderisch und ich schaffe das, das wieder zu neu zu gestalten und ja, umzugestalten. Einfach so, dass alles wieder im Lot ist. Und bei den Lenormand-Karten kommen wir da auch wieder sehr klar mit rein. Wir haben hier den Sarg, wir haben den Park und wir haben den Anker. Genau das ist wieder passend dazu, nämlich dieser Zyklus, der uns hier vielleicht belastet im Zusammenhang mit einem Schuldgefühl, der geht zu Ende. Das heißt, wir können wieder frei in die Öffentlichkeit gehen und wir können wieder den Anker werfen. Wir können wieder das Leben neu gestalten, indem wir vor Anker gehen können. Wir schaffen es, diesen Zyklus, der uns belastet, hier aus dem Weg zu räumen. Wir können den Berg aus dem Weg räumen, durch Liebe, durch Zuwendung. Und es geht damit zu Ende. Es ist ein Zyklus, der uns lange Zeit belastet hat, aber wir sind in der Lage, dass diesen Zyklus jetzt zu beenden, in einen neuen Zyklus zu kommen und frei in der Öffentlichkeit, ja, wieder frei, dieses Gefühl der Freiheit, was wir jetzt
sowieso eigentlich alle empfinden, aber hier jetzt spezifisch auf die Sache der Schuldfrage, einfach wieder frei zu agieren und zu wissen, jetzt ist wieder der Zeitpunkt, wir können umgestalten. Genau, wir durch das Ende eines Zykluses gestalten wir etwas neu. Wir beginnen ja einen neuen Zyklus und können damit ganz neu vor Anker gehen. Und das ist etwas, was unheimlich beflügelt, egal in welcher Form man sich schuldig fühlt, doch zu sagen, ich schaffe das, dieses in Ordnung zu bringen, mit Liebe, mit Zuwendung. Und dann bin ich auf dem richtigen Weg und beginne einen völlig neuen Zyklus und habe damit mein Leben wieder und kann damit mein Leben umgestalten und neu gestalten. Und das ist eigentlich hier so diese Endaussage, die auch wieder ganz passend ist. Ich weiß, viele meiner Abonnenten werden das genauso immer belächeln, aber ihr merkt, es fasziniert mich selber immer wieder zu sehen, wie identisch rechts und links eigentlich doch die Endaussagen durch die Lennemore-Karten dann eigentlich das Ganze unterstreichen. Wir haben hier diese Schwierigkeiten, die extremen Diskussionen, den Neubeginn, aber indem man mit Nachrichten auf den anderen zugeht, um Vergebung bittet. Wir haben hier den Ende des Zykluses, wir können wieder raus, befreit und können neu vor Anker gehen. Es ist immer wieder eigentlich eine gemeinsame Aussage, obwohl man wirklich sieht, ich mische die Karten live und ja, es ist faszinierend. So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich, euch morgen wieder bei mir zu wissen. Bis dahin, alles Liebe!